Kikeriki, liebe Farmerinos und Farmerininis. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stardew Valley mit dem Lumpy, das bin ich, und dem Schakal, das ist das er. Das bin ich? Ja. So. Ich bin der Plan für heute? Der Plan für heute ist, ich gieße hier den ganzen Tag und du brauchst dann was anderes. Hallo Mario. Morgen treffen wir uns für den jährlichen Blumentanz. Wenn du einen Partner findest, Luigi, kannst du vielleicht sogar selbst am Tanz teilnehmen. Im Westen der Stadt ist eine kleine Lichtung, wo wir den Tanz abhalten werden. Komm zwischen 9 und 14 Uhr, wenn du daran interessiert bist. Bürgermeister Lewis. Das wäre doch die perfekte Gelegenheit, um unsere zukünftigen Ex-Ehegattinnen was? mit Geschenken zu übersehen. Ja, nee, ich weiß nicht, ob man den. Ja, ich könnte ihr ein Treibholz anbieten, meiner Angebeteten. Aber sie weiß es noch nicht. Noch bin ich ein Stalker, aber schon bald. So, also wir haben jetzt zweimal silbernen Rettich. Ne, einmal silbernen Rettich, zweimal silbernen Löwenzahn. Geil. 4 Narzissen, 5-mal Lauch. Wir sind ja keine Petersiliensalat, hätte ich jetzt fast gesagt. Kein Radieschen, also kann ich das, denke ich, machen. Ein Petersiliensalat? Ich weiß es nicht, ob wir. Ich glaube, wir haben das Buch schon komplett gemacht für den Frühling, oder? Früchte ins Buch kleben, ja. Ja. Das Einzige, wir brauchen halt 5 Pestinägen in Gold. Achso, 5 Pestinägen haben wir aber noch nicht, weil wir keine Pestinägen gepflanzt haben. Oh, das sind die. So, du siehst also, es ist wieder Platz zum Anpflanzen. So, die Bohnen, die werde ich gleich mal hier vor. Tingeln gleich mal. Ich habe ein paar neue Gegenstände auf Lager. Eine Luxusangel und Köder, die du anbringen kannst. Ich bin der krasse. Oh, ich habe noch einen zweiten Brief. Oh, hallo, heute treffen wir uns zum jährlichen Blumentanz. So, ich gehe mal in die City. Dann hole ich jetzt mal Pestinägen. Magst du schon mal mir vorbereiten? So düngertechnisch und sowas? Jawohl. Unsere Spitzhacke ist nicht gut. Die Pastinaken, die müssen noch gehen. Ne, warte mal. Bevor du das tust, erstmal gucken, ob die Pastinaken überhaupt noch gehen. Wir haben bloß noch Tage. 1, 2, 3, 4, 5 Tage. Ja, die haben wir richtig gezählt. Sind 5, ja. Die Pastinaken brauchen nämlich 4 Tage. Alles klar. Mach mal 20 Felder oder so, würde ich mal sagen. 20 Pastinakenfelder. Oh. Und ich werde mir noch ein bisschen Geld für Nacken. Ja, Mann. Ich werde mir noch ein bisschen Geld für Gras ausgeben. Da können wir nachher, das können wir so richtig schön im Hühnerstall uns. Ich glaube, wir sollen es gemütlich machen. Ja, genau. Lol, du hast genau den gleichen Gedanken gehabt wie ich mit gemütlich machen. Natürlich. Das kommt dabei raus, wenn man andauernd zusammen irgendwelchen Scheiß spielt. So, du sagst, ich soll schon mal vorbereiten. Alles klar. Jawohl. Ich muss mich erstmal am Rücken kratzen, ey. Das ist so warm. Da läuft mir der ganze Saft den Rücken runter, ey. Boah, Was in unseren Fertilizer reingeschmissen? Hier, 106. Ah, wir haben auch noch Mixed Seeds. Haben wir auch. Ja, aber ich wollte erstmal Pastinaken machen. Achso. Jawohl. Wie viel hast du jetzt geholt? 20 Stücke raus. Ich kann dir gleich sagen, wie viele noch übrig sind. 5. 5. 5. Ja, warte. Warte. 5. Und. So, der Rest musst du jetzt leider gießen. Ja, ich mach Gießen. Kein Problem. Hallo, Monsieur. Oh, ich habe einen Krähenverjagte. Was? Das ist die französische Ding. Vogelscheuche. Schuggelfeuche, genau. Schuggelfeuche. Mhm. Oh, wir können uns schon mal Namen für unsere Hühner ausdenken. Also welchen Stardew Valley mir mal vorgeschlagen hat und welchen ich immer noch sehr feiere, ist Poquito. Poquito? Ja. Das war doch RTL 2. Die Sendung von, also der Sendeblock von RTL 2 mit dem Anime. Der Anime-Block hieß Poquito. Hä? Echt? Mhm. Ich dachte, das war Togolino. Nee, das war Super RTL wiederum. Sie finde ich ja ein bisschen Togo. Was ist denn hier?
Ja, nice, wir haben schon zwei goldene Pastinaken. Wen würdest du dir klar machen, Lea? Die mit dem. Mit dem Todespferdeschwanz. Du weißt nicht, was der Todespferdeschwanz ist, oder? Du kennst diesen geflochtenen Pferdeschwanz, ne? Ja, die steht gerade hier unten bei mir am See. Am See? Ich hol mein Tripods. Ich hol mein Tripods. Das ist eigentlich so dumm. Unten am See, am Wald, ne? Jo. Nice. So, ich brauch doch bloß auf der Karte Kaken gucken. Auf der Karte Kaken. So weit unten bist du? Ja. Ja, und zwar, dieser geflochtene Pferdeschwanz sozusagen, ja. Und zwar, die Charakter, die ihre Haare so haben, genauso wie die Lea hier, und denen über ihre Schulter tun, sind Charakter, die sterben werden. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Das ist ein wirklich nettes Geschenk, danke dir. Steht er da mit seinem Treibholz. Kann ich dir irgendwie helfen? So, jetzt aber. Mit Schwertchen dabei. Oh. Ha, ein Frosch! Schwertchenschleicher mit den elastischen Armen. Hä? Beine war's. Ja, ich weiß. Macht halt einfach keinen Sinn, was ihr sagt. Wie viel Unkraut hier ist. Oh, wir können mal gucken. Vielleicht sind hier noch irgendwo krasse Frühlingszwiebeln. Dann machen wir uns heute Abend Bratkartoffeln. Mit Frühlingszwiebeln. Ja. Bin sowieso fertig. Mit den Nerven. Ne, mit Holzhacken. Auch das. Die Hutmaus, hier ist die Hutmaus. Hallo Hutmaus. Gute alte Kappe, kostet 1000. Gönn dir. Gönn ich mir. Jawohl, Alter, jetzt bin ich ein richtiger Farmerino. Was geht ab, yo? Perfetto. Da drüben müssen ja irgendwo die Frühlingszwiebeln rumlungern, ne? Ja, noch eins weiter. Lucky, Lucky! Hallo! Mal, da sind noch zwei. War das Was oder was? Oh, da unten sind auch noch welche. Oh, ja. Frühlingszwiebel. Niemals! Hi, hier unten ist auch noch einer. Hab ihn. Nein! So. Aha! Du Arsch. Ja, jetzt mache ich auch mal. Hier, jetzt habe ich auch eine Assi-Palme, Junge. Oh, du hast heute auch die Haare schön. Nee, zu spät, schade. Ah, die Palm Brothers. Jo, die Palm Bros. Hä? Ach, und ist da ja Dings, ihre Farm? Ja, da können wir uns die Hühner dann kaufen, wenn es weit ist. Am Wäldchen. Ich habe zweimal goldene Frühlingszwiebeln. Das ist cool. Brauchen wir die? Ne, glaub nicht. Es gibt ja irgendwann ein Event, wo wir im Herbst oder so, so ein Erntedankfest-Event quasi, wo man Sachen von sich ausstellen muss. Und wenn man richtig krassen Shit ausstellt, dann bekommt man irgendwelchen kleinen Stuff. But I really don't know. What should I do? Vielleicht sollten wir doch mal eine aufheben, ha? Ich habe ja noch eine in der Tasche, eine goldene. Gehen wir vielleicht doch auf, oder? Jo. Du, die Mix-Seeds, willst du die hier drinnen lassen? Ja, ne? Ja, die können wir vielleicht im Sommer verwursteln. Okay. Oh, deine Katze hat gemaunzt. Die ist traurig, sie will gegossen werden. Komm her, Mietzi, komm her. Was? Ja, das magst du. Oh, ich streiche eine, ich fand sie toll, schön. Das stimmt, muss man ja auch mal anklicken. So, Robin, was ist los hier, Alter? Okay. Harte Arbeit. Sei geduldig. Für den Rest des Tages stehen wir jetzt einfach hier und gucken hier zu. Ja, genau. So funktioniert das doch auf dem Bau, oder? Einer arbeitet, der Rest guckt zu. Wie kommt das Gras dahin? Das habe ich da geplaced. Ach so. Ja, damit unsere Hühner auch mal draußen was Frisches snacken können und nicht nur von Heu leben müssen. So brauchen wir die dann nämlich auch an Regentagen, an normalen, schönen Tagen nicht füttern. Was machen wir jetzt? Ich gucke jetzt erstmal einen Wetterbericht.
Oh ja, mach das mal. Ich mach. Klar und sonnig. Perfektes Speck. Wetter für den Blumentanz. Toll, da kann ich mal meine Gießkanne ja nicht abholen. Ach, scheiße. Doch, du kannst die abholen, weil der Blumentanz, der ist nämlich nicht im Dorfzentrum. Und ich weiß nicht, ob der Schmied vielleicht doch noch da ist. Du kannst das ausprobieren. Das ist kein Problem. Ins Beet gehen. Aber nimm dir auf jeden Fall einen Amethysten mit, dann kannst du den Emily schenken. Stimmt, im Wald findet das statt, von 9 bis 14. Die mag auch Aquamarin. Scheiß drauf, dann Quarz ich mir schon mal. Oh, Quarz kannst du dir auch schenken. Quarz magst du aber nicht so sehr wie Amethyst. Na, dann schenke ich auch nur Amethysten. Ja. Diamonds are forever. So, dann, lieber Lampi, gutes Nächtle. Gute Nacht, Mario. Gute Nacht, Luigi. Warte mal, ich muss meinen Hut vorher... Nein, Quatsch. Ich muss meinen Hut vorher absetzen, bevor ich ins Bett gehe. Früh setze ich wieder auf. Ansonsten fangen die Haare an zu riechen. Ach, deswegen stinken meine immer so. Alter. Junge. Siehst du, haben wir deinen Hut schon wieder drinne. Ja. Kann er mir meine Gießkanne nicht per Post schicken? Ja, das wäre eigentlich voll cool. Oh, wir können uns dann irgendwann so einen Katalog kaufen, ey. Dann haben wir hier einen Amazon-Katalog. Kartoffeln! Nee. Nee. Muss ernten. Oh, war ein Goldener dabei. Warte mal, den pack ich mal hier rein. Oh ja, ist gut. Golden kann man mal aufhören. Im Zweifel können wir es immer ja noch ausstellen in dem besagten Tag. So, den Silbernen, der geht weg. Ich glaube, ja, ab heute. Nutzlos vor. Ab heute brauchen wir nichts, verdammt. Du kannst angeln. Stimmt, wir haben direkt einen Teich am Hof. Ein bisschen Engeling zum Morgen. Dann haben wir was zum Snacken oder zum Verkaufen. Verschweichte Zeitung erstmal schön. Yam, 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 die ziehe ich mir so richtig rein. Hier, an dem Kleinen. Mhm. Oh. Hauptsache, du wirfst die Angel nicht zu weit. Oder zu kurz. Wie gerade eben. Aha. Zu kurz macht auch Sinn. Das braucht blöd. Blöd, 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 blöd. Oh, wie ich mich auf den Sommer freue, ne? Kann man so. Kenn ich noch gar nicht. Ah, das wird dich ja, überraschen. Eine zerbrochene CD. Endlich. Hast du lange nicht mehr gehabt, ne? Die guten alten, selbstgebrannten Ubuntu-CDs. Okay, Müll. Eine erbrochene CD. Oh. Ey, wieso ist das hier unten gegossen? War ich hier unten schon? Bin ich behindert? Ja. Nope. Feuere dich an. Du schaffst das. Schneller. So, ich bin fertig. Oh, ist um 9. Jawohl. Dann lass uns mal gucken. Oh, Treibholz für dich. Nice. Kannst du mir schenken? Warte, nein, 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 oben lang, oben lang. Warte. Na Mario, oh, Treibholz. Ich gehe oben lang. Ich dachte, es ist im Wald. In die Stadt wollen wir doch erstmal deine Gießkanne gucken, ob wir die abholen können. Na, aber wenn der Schmied jetzt beim Fest ist? Ja, das Fest, das fängt doch erst irgendwann an. Button-Mashing! Kommt noch einer. Hast du auch gesehen. Oh, die Daffy Doll, die kannst du auch benutzen. Die hier, die kannst du auch deiner Emily schenken. Die mag das auch. So, die hat das auch so like-mäßig. I like. Big butts and I cannot lie. Also sie mag Daffy Doll. Nee. Daffodil. Und Quarz. Ah. Hallo. Die Beams. Eins Farmer. Alter. Schlägst du immer die Tür nicht so? Das ist doch eine. Hey. Ich entschuldige mich im Voraus, falls ich irgendwas unbehilflich sagen sollte. Ich habe letzte Nacht nicht viel geschlafen. Alles klar. Was willst du denn da? Ey, das ist ja eklig. Die Nachricht einfach nur unten links eingeblendet wird. Ja. Schmied ist zu. Scheiß doch. So ein Pennerino, Alter.
Farmerinos. Nun gut, wann geht das Fest los eigentlich? 9 bis 14. Hey, Taro! Das Einzige, was ich an dieser Stadt mag, ist der Strand. Hm. So, los geht's! Jawohl! Frühlingsfest! Hä? Ja. Guten Tag, kommen Sie mal mit. Der Herr. Haben Sie Ihre Eintrittskarte dabei? Voll heilig. Nur für geladene Gäste. Aber nichts für Neutronen, nur für geladene Gäste. Hallo. Hallo Meister, was gibt's hier? Saisonale Deko-Saisonpflanzen. Nein, ich will nicht mit dir tanzen. Blumenfassrezept. Oh, das kaufe ich. Ist das okay? Jo, freilich. Ey, was machst du hier mit Elliot? Hi Luigi, schön dich hier zu sehen. Für den Tanz habe ich mein weißes Hemd angezogen. Sowas passiert nicht alle Tage. Hier ist doch das blaue Schneckchen. Emily. Ich Alter, bin voll. Ich will nicht mit dir tanzen. Was ist los mit euch? Warum wollt ihr alle mit der... Bitte Emily um den Tanz. Jawohl! Tut mir sehr leid, aber ich habe schon zugestimmt, mit jemand anderem zu tanzen. Hast du das rote Gelee schon probiert? Oh, bitte Leon, ich werde ehrlich sein. Ich will nicht mit dir tanzen. Ich übe gerade meinen Tanz, er muss perfekt sein. Ich war die letzten 5 Jahre Blumenkönigin und bin nicht bereit, den Thron abzutreten. Igitt, nein! Ich hab sie gefragt, ob sie mit mir... Möchtest du mit Luigi tanzen? Freilich. Guck mal, hier ist die Omi. Guten Tag. Ich arbeite schon seit einer Woche an diesem Blumenarrangement. Gefallen sie dir? George sagt, Blumen, ich kann sie kaum sehen. Setz die Brille auf, alter Mann. So, Luigi, jetzt wird abgezappelt. Ja, Mann, jetzt wird richtig gedanced. Dance till you're dead. Guck mal, da bin ich. Ich bin die Frau. Hübsch bist du, meiner. Ja. Warum hast du eigentlich kein Kleid an? Steht mir nicht so. Da kommen meine Brüste kommen in diesen Arbeitshose besser zur Geltung. Guck mal, ich mach die ganze Zeit Kniebeuge, Alter. Das ist doch gar kein Tanz. Cooler Dude. So, das war's. Das hat Spaß gemacht, Zeit nach Hause zu gehen. Ah, Mario, war schöne Tanze. Mua, mua. Italienische Grüßen. Hashtag no homo. Ich steck nur Homo. Diese konnte ich Emily gar nicht meine Amethysten zeigen. Was mache ich jetzt hier? Ich habe gerade Duffeln und ich habe Blumenkohl. Was mache ich mit dem? Soll ich den aufheben? Oder soll ich den verklingeln? Verkofi, wa? Aber ja. Weg, die Scheiße. So, Beobels. Das war wieder ein recht kurzer Tag. Ja, allerdings. Wir können ja noch irgendwas. 22.15 Uhr, nee, wir können eigentlich nichts machen. Wir können noch gucken, was im Fernsehen so geht. Pass mal auf. Was geht? Komm zu dir. Soßen. Lass uns zusammen ein bisschen Fernsehen gucken. Wieso? Ah ja, ich kann die Geister flüstern hören. Die Geister fühlen sich heute neutral gesinnt. Der Tag liegt in deinen Händen. Mach mal hier Wetterbericht an. Hier mal erstmal ein Feuerwehr. Willkommen bei Kosu 5, deiner Lieblingsquelle für Wetter, Neuigkeiten und Unterhaltung. Und jetzt die Wettervorhersage für morgen. Morgen wird ein wunderschöner, sonniger Tag. Meh. Lol. Ich wusste gar nicht, dass man den an- und ausmachen kann. So, Bettchen daheim, wa? Ja, dann bring ich mal jetzt bei mir ab. Wieso hast denn du... Hä? Du hast einen Ofen und ich hab bloß einen Schrank. Doof gemein. So, es wird spät. Gute Nacht. Nacht. Ja, liebe Freunde, diese Folge ist mal 3 Minuten kürzer als sonst. Dafür kann ich jetzt Eisen zaubern und ein Machgefäß bauen. Jawohl. Nice. Da kann ich mal lachen. Vor allem, ja, und wie das gerade klang. Ja, Freunde, diese Folge wird präsentiert von Yuya Cola.
Schalten Sie das nächste Mal wieder ein und kaufen Sie sich eine Yoda-Cola zum Preis von 2. Machen Sie es gut bis dahin und lasst einen Daumen da. Tschüssi. Tschüss.